Tag zusammen. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Potternander. Heute geht's ums, na klar, das neue 9-Euro-Ticket. Ich habe mir soeben ganz spontan das 9-Euro-Ticket via DB-App gekauft. Das ging schon mal überraschend unkompliziert. Das 9-Euro-Ticket gilt ab dem 1.6.2022 für zunächst 3 Monate und ist jeweils einen Monat gültig. Ich habe schon jetzt sehr differenzierte Ansichtsweisen herausgefunden. Mein Fazit, vermutlich schon jetzt, dass das 9-Euro-Ticket für mich persönlich seine Stärken in der Regionalität zu haben scheint. Warum also als Fernverkehr nutzen? Das Ticket ist ein Angebot, was zu Schleuderpreisen verramscht wird. Also eher ein symbolischer Wert für mich. Aber schafft es das 9-Euro-Ticket wirklich, Kunden aus dem Individualverkehr auf die Schiene zu locken? Oder vergrault es sogar Dauerkunden im Pendelverkehr? Ich bin jetzt kein Pendelprofi oder Hardcore-Öffi-User. Ich habe den entscheidenden Vorteil, 300 Meter per Pedes zu meiner Arbeitsstelle zu gelangen. Und mein Auto hole ich nur zur privaten Belustigung aus der Garage. Ich sehe die Stärken definitiv im Regionalverkehr. Also, warum in die Ferne schweifen? Köln, Düsseldorf, Aachen, kein Problem. Essen, Hattingen, Muttental, Winterberg, warum nicht? Zum Ausprobieren und Testen, sicherlich unschlagbar. Ich sehe dennoch Kapazitätsprobleme. Schafft die Infrastruktur die 9 für 90? Frust oder Vergnügen? Was kann das 9-Euro-Ticket? Fakt, blind kaufen ohne Reue. Was sind schon 9 Euro? Und ob ich eine Stunde in den Oberhausener Norden brauche oder einige Umsteigemöglichkeiten und Verspätungen in Kauf nehme, das bleibt jedem selbst überlassen. Ich bin auf jeden Fall neugierig und werde sicherlich pro forma das Angebot für mich in Anspruch nehmen. Inwieweit ich es nutzen werde, sei noch dahingestellt. Auf geht's in ein Abenteuer der besonderen Art. Ich freue mich jedenfalls drauf. Ist das 9-Euro-Ticket vielleicht nur ein Schnellschuss? Niemand kann die Folgen wirklich vorhersagen. Ich bin nicht auf den ÖPNV angewiesen. Von daher kann ich das Ganze schon von einer gewissen Distanz beobachten und nur stichpunktartig davon Gebrauch machen, was ich sicherlich auch machen werde. Ein bisschen Toleranz und vielleicht auch etwas Mut gehören dann doch schon dazu. Vielleicht wird doch alles ganz anders und doch ganz entspannt. Ich bin auf jeden Fall super aufgeregt, welche Resonanz das 9-Euro-Ticket hervorrufen wird und welches nach Ablauf dieses Zeitraums noch einmal neu zu bewerten sein wird. Abschließend bleibt für mich noch das Argument für eine Kurzstrecke, Preisstufe A, B, C oder ein Tagesticket oder sogar ein schöner Tagticket NRW. Ich weiß es auch nicht. Hier ist natürlich das 9-Euro-Ticket unschlagbar günstig, klar. Und ich muss mir auch keine Gedanken machen über Verbundtarif oder so. Was kostet beispielsweise eine Fahrt nach Köln? Was liegt also näher als von dem Ticket Gebrauch zu machen? Hier nochmal ein weiteres Argument, um einfach mal um den Kirchturm zu tingeln. Und das Ersparnis liegt dabei wirklich auf der Hand. Die Umsetzbarkeit und die Praktikabilität
ist eher von düsteren Szenarien geprägt. Gut, ich bin also offen. Von daher, los geht's. Würde man vielleicht dann auch Ausflüge machen, die man sonst eher nicht macht? Die Frage wird für mich immer spannender und immer mehr ein Thema. Ein guter Gedanke also, der nach einem Praxistest schreit. Ich bin gespannt. Von daher seid ihr es auch und welche Erfahrung habt ihr mit dem 9-Euro-Ticket? Ist das was für euch oder ist das alles nur Humbug? Spart ihr dabei oder wie seht ihr das? Vielleicht könnt ihr mich einfach mal kontaktieren, schreibt eure Meinung und eure Erfahrungen. Ich würde mich jedenfalls freuen unter sascha@potternander.de. Bis dahin, bleibt mobil und Glück auf!